Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserer Sendereihe Wahl 13. Diesmal sind wir für Sie rausgefahren nach Marzahn-Hellersdorf. Und hier treffen wir auf Frau Grütters, Monika Grütters genauer gesagt, Kandidatin der CDU hier im Wahlkreis. Hallo erstmal Frau Grütters. Hallo, guten Tag. Und Ihr Plakat sagt mutig, ja, mutig, modern, menschlich. Wie menschlich, mutig und modern ist denn Monika Grütters im Wahlkampf? Na, das können die Zuschauer, glaube ich, ganz gut beurteilen. Ich mache ja jetzt seit 18 Jahren Politik für Berlin und seit 8 Jahren im Bundestag. Also manchmal muss man mutig sein, wenn man Positionen vertritt, die man erst mal diskutieren muss und die noch nicht allgemein vertreten werden. Und ja, menschlich ist ein Zug, der mir ganz besonders wichtig ist. Das zu hat dieser menschlichen Komponente wollen wir nämlich gleich mal gehen, sozusagen, Frau Grütters. Sie haben mir nämlich vor der Sendung gesagt, machen Sie hinne, ich will mit den Leuten sprechen, ja, hier am Stand. Und da haben wir jetzt hier vor dem Geschäft, hallo, erstmal TV Berlin. Kennen Sie denn Frau Grütters, die Kandidatin? Oh, ich verfolge das Fernsehen und da sehe ich sie immer im Bundestag und überall, wo sie vertreten sind. Sind Sie Fan von ihr? Würden Sie CDU wählen? Na, hundertprozentig. Warum? Na, warum? Weil sie weltoffen ist und auch die Sachen, die uns bewegen, erkennt bei Zeiten, nicht erst, wenn die Sache verfahren ist. Ja? Und das ist ja wichtig, ja? Wie Leerstand und wie jetzt, wie wir sehen, mit dem Asylheim hier in Marzahn, das sind ja alles Probleme, die uns allen bewegen. Ja? Sagen Sie mal, wie heißen Sie? Reinhold. Früher habe ich immer mit Herrn Zajek gesprochen, also er ist ja nun jetzt nicht mehr hier so ganz kompetent. Und wo wohnen Sie hier in der Nähe? Ich wohne hier an der Ecke, Hochstraße. Ja, super Gegend hier. Das kann man gut wohnen hier. Ist das so eine schickere Gegend von Marzahn-Hellersdorf? Schickere würde ich nicht sagen, aber eine schön gewachsene, ne? Gewachsene, weil das ja mehr der alte Kern hier ist. Der Kern ist natürlich im Dorf. Aber das ist hier, Kreuzhof ist geteilt durch die Bahnlinie. Drüben ist Neubaugebiet und hier sagen wir mal, ist Altbaugebiet. Hier ist das alte und hier ist auch Siedlungsgebiet. Alter Baumbestand. Alter Baumbestand, schöne Linden, die 80 Jahre sind und so. Genau. Also das Klischee von Marzahn-Hellersdorf schreiben Sie ja auch auf Ihrer Homepage, dass das nur Plattenbau ist. Das wissen ja viele Auswärtige gar nicht, dass Marzahn eigentlich viel bunter ist, viel historischer ist als das, was in den 80er Jahren dort entstanden ist. Was beschäftigt Sie denn ganz konkret? Haben Sie vielleicht auch konkret eine Frage an Frau Grütters? Sie macht jetzt Wahlkampf und will vielleicht Ihre Stimme auch bekommen. Konkret. Wenn mich persönlich, man soll nämlich von sich aussehen, aber ich bin Rentner. Ein bisschen bewegt mich immer noch, dass man die Rente, die Punkte am besten annimmt und bei uns immer noch da drunter liegen. Wir haben 22 Jahre nach der Einheit und man müsste doch das ein bisschen noch schneller angleichen, dass das nicht von heute auf morgen geht, ist ja ganz klar. Ja. Aber jetzt ist bald der Zeitpunkt gekommen, wir sind ja der kleinste Teil hier, wie man sagt, im Ostteil. Aber das Thema bewegt hier sehr, sehr viele. Und da wir sind ja nur ein Drittel. Da habe ich auch viel Verständnis für. Ja, ehrlich, ne? Wie alt sind Sie? Naja, sagen Sie lieber nicht. Aber jedenfalls sieht aus wie eine Generation überlebt. Wie gerade für ich bin 80 Jahre. Also. Ja, super. Und dann so fit. Darf man fragen, wie viel Rente Sie am Monatsende haben? Weil Sie sagen, okay, Erhöhung wäre schon ganz nett. Oder sagen Sie, eigentlich komme ich mit dem, was ich habe? Ich habe auch 50 Jahre eingezahlt. Ja, das geht nicht als Vergleich. Nee, stimmt. Schon Sie haben als recht. Lehrling mit 14 habe ich schon einen kleinen Beitrag eingezahlt. Ja. Ja, und ich bin ja nicht erst mit 25 ins Berufsleben eingestiegen. Also ich will nicht stehen. Ich kenne andere, die weitaus weniger haben. Ja. Also ich bin noch verhältnismäßig. Aber er hat in einem Punkt recht. Die Ostrenten sind bei 93% des Niveaus der Westrenten. Das stimmt. Also. Und natürlich wären wir froh, es wäre bei 100%. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Strom, Lebensmittel sind ja überall jetzt gleich. Aber warum kann man die Renten so schwer anheben? Ja, das wollte ich Ihnen auch kurz erklären. Ja, das ist so, wir haben ja die Ostrenten jetzt zweimal erhöht. Und zwar das letzte Mal war ja gut. Das stimmt, das stimmt, da haben wir die Ostrenten. Mit einem Kollegen, ich weiß nicht, wie der hieß, in Wilmersdorf. Der hat den Mann, der hat gefragt, warum kriege ich diesmal im Westen so wenig Rente? Da hat er ihm bloß gesagt, ich werde mich darum kümmern, das ist in Zukunft mehr. Er hätte sagen müssen, die Ostler sind schon Jahre zu kurz gekommen und wir mussten das angleichen. Das wäre die richtige Auskunft gewesen. Aber das hat er ja nie gesagt. Das ist aber toll, dass Sie das wissen. Ja, ich verfolge ja jede politische Sendung. Ja, und richtig ist, wir haben die Ostrenten ja zweimal kräftig erhöht. Und zwar für Männer und für Frauen. Und zwar deutlich höher als die für Männer und für Frauen im Westen, weil es immer noch diesen Unterschied gibt. Richtig ist allerdings auch, im Osten muss man ungefähr 5.000 Euro im Jahr weniger verdienen, um einen Rentenpunkt zu haben. Also wir reagieren so ein bisschen auf die Lebenshaltungsunterschiede.
ja, im Jahr, um einen das Rentenpunkt heißt, zu bekommen. Die Einkommen in Ostdeutschland sind immer noch etwas niedriger sein, um einen Rentenpunkt zu kriegen als im Westen. Das ist aber tatsächlich, entspricht auch den tatsächlichen Lebenshaltungskosten. Also das ist eine faire Regelung. Ja. Und ich setze mich natürlich als Wessi, die im Osten seit 8 Jahren arbeitet, sehr dafür ein, dass wir das schneller hinkriegen. Ja, ja. Und dass das auch in unseren nächsten Koalitionsvertrag kommt. Ja. Und was man natürlich auch wissen muss, das wissen Sie wahrscheinlich, dass 80 Milliarden Euro für Renten allein aus dem Steuertopf ausgegeben werden. Das ist der größte Punkt im Bundeshaushalt. Ja. Und es kommen nochmal 251 Milliarden aus dem Rententopf dazu. Außer die Rüstung. Ja? Das ist, nee, 80 Milliarden Euro für Renten sind der höchste Topf. Aber es ist auch richtig, weil die Menschen in Deutschland älter werden, länger leben, gesünder sind, weil wir weniger Rentenzahler auf die dieses Rentner Finanzierungsmodell, das heißt das Steuergeld damit einfließt, können Sie denn das auf Dauer durchhalten? Nein, aber das muss sein, weil man im Osten natürlich in eine private Versicherung nicht einzahlen konnte. Also es ist eine faire Regelung, finde ich. Aber was als ungerecht empfunden wird, ist, dass es noch immer nicht 100% sind. Und da verstehe ich Ihnen sehr gut und wir kämpfen auch wirklich dafür. Das heißt, nach der Wahl im Koalitionsvertrag fordert die CDU, Angleichung der Renten auf 100%. Ich bin nicht sicher, wir hatten das uns diesmal schon vorgenommen. Ja, auf die Fahne geschrieben. Wir neigen noch einen ganz wichtigen Punkt, Gesundheitswesen. Ja. Also das muss ich auch beklagen, dass man Ost und West da solche Unterschiede macht. Der Arzt sagt ganz klar, guck mal, ob er an der Karte steht. Ost, ich kann Ihnen nicht mehr diese guten Medikamente verschreiben. Das liegt auch da. Die Außenimport aus Indien und so, ja. Und ich habe hier mit dem Sehnerv, der ist abgestorben. Ich sage, kriege das Zeug, das hilft. Ich kann recht schlecht gucken. Ja. Sagt er, ich darf Ihnen das nicht mehr verschreiben. Also, dann bin ich wutentbrannt runter, wieder hochgerannt zum Arzt. Da habe ich fast auf den Knien die Welt. Ich sage, tun Sie mir, machen Sie ein Kreuz dran. Das kriege ich, das ist für mich lebenswichtig. Ich kann kein Auto mehr fahren, wenn mein Sehnerv noch mehr geschwächt wird. Und das kann ja nur auch nicht sein, dass wir im Osten die schlechten Medikamente kriegen und im Westen kriegen wir die guten. Nee, das ist aber, das darf auch so nicht sein. Also, aber wenn es solche Einzelfälle gibt, müssen Sie mir das sagen. Meine Adresse, wirklich jetzt, um Einzelfälle dieser Art können wir uns kümmern. Da steht meine Adresse. Ich wollte schon, das müssen ich bin Sie bei der Barmer versichert. Ich wollte da schon anrufen und sagen, das kann doch nicht sein. Ja, das ist der eine Weg, aber der zweite ist, ich schon. Wollen Sie mal einen Chip zum Einkaufen? Können Sie einkaufen gehen. Also, und wie gesagt, für solche Fälle, Frau Grütters, vielen Dank erstmal für die Frage. Ja. Für solche Fälle sind Sie auch direkt ansprechbar. Ja? Immer. Also das sind die klassischen Fälle, die wir auch in der Bürgerschaft. Zuständig für Gesundheit. Auch Chaya ist hier zuständig in Berlin als Gesundheitssenator. Ja, aber ich kümmere mich in meinen Sprechstunden um alle möglichen dieser alles Fälle. Hat an Anliegen der Bürger. Ist ganz typisch. Ja. Wir sehen uns beim Rauskommen. Dann machen Sie Ihr Amt weiter so gut wie bisher und ich werde Sie auch wählen und freue mich. Und der Chaya ist auch unter, ne? Mario Chaya, muss man sagen, ist auch von der CDU. Hallo. Ich kenne natürlich seinen Wahlkreis hier auch in Marzahn-Hellersdorf. Frau Grütters, ich will ganz gerne... Ich wollte ihm noch mal gerade schönen Gruß mitgeben. Auch von der Chefin? Ja. Tschüss! So, jetzt frage ich mal. Am 22. Frau Grütters, Sie sprechen. Sie haben schon Briefwahl gemacht. Sehr gut. Tschüss. Am 19. Urlaub. Hey, komm mal her. Okay. Einmal kriegst du den, fängst du den? Ja. Komm. Frau Grütters, Sie sagen immer, die Chefin zur Kanzlerin. Ist denn Angela Merkel für Sie schon die gesetzte Chefin des Landes Deutschland sozusagen? Sie ist die Chefin von Deutschland, hat mir letztens jemand hier am Stand gesagt. Und das fand ich so eine nette Bemerkung. Und ehrlich gesagt, kommt hier gut an. Nicht zuletzt deshalb, weil Sie auch stolz sind, dass es eine Frau ist. Ich komme noch mal, kommen Sie noch mal her. Weil sie eine Frau ist und weil sie aus Ostdeutschland ist. Das lieben die Leute hier. Kommen Sie noch mal ran. Ich sage Ihnen noch einen Gruß. Noch einen Gruß ran. Haben Sie denn, Entschuldigung, darf ich Sie fragen, Sie fahren ja noch nicht in Urlaub, hätten Sie denn eine Frage an Frau Grütters? Sie kandidiert ja hier in Ihrem Kiez für die CDU. Ist Ihnen die CDU eine sympathische Partei oder sagen Sie, nee, jetzt nutze ich mal die Gelegenheit, um mit Frau Grütters persönlich zu sprechen, wenn sie dann für uns sein kann? Ich habe es ja anfangs angezeigt. Vor 4 Jahren die CDU gewählt und habe dann gegen OP gewählt. So und so. Also was beschäftigt Sie denn hier im Kiez? Was sind so die Probleme, wo Sie sagen, da sollte sie im Bundestag oder meinen Sie, nee, so lokal können die gar nicht reagieren? Ja.
Jahre hier vor Ort. Das ist ein Riesenthema. Mich persönlich interessiert momentan meine Gesundheit, meine Knie, die sind fix und fertig. Da kann die Frau Grütters ja nicht operieren. Aber da kann der Kinder ja. Nein, aber dafür sorgen, dass er eine ordentliche Leistung bekommt. Hat man ja gerade das Thema. Und das ist auch ein Thema hier. Die Renten sind ein Thema, die Gesundheit ist wirklich ein großes Thema. Und natürlich kann man nie alles für alle gleich gut machen, aber man muss den Ausgleich hinbekommen. Und es darf keine Einzelfälle geben, in denen Sie sagen, ich bekomme nicht das, was ich brauche. Sind Sie denn da in der Behandlung? Ja, ach nein, ja. Und ich lebe mit der Frau Fuller hier zusammen. Ja. Wir sind wieder Witwer. Schön. Und, so schön, wenn man sich noch findet, oder? Ja, das hat sich so ergeben. Mann. Und fährt demnächst in Urlaub. Frau Grütters, ich bin ja Journalist, muss das Ganze mal ein bisschen politisch. Gesundheitsreform, Gesundheit ist wichtig, haben Sie gerade gesagt. Da bleibt mir aber nur hängen. Jetzt ist die Farbe hier von dem Edeka vielleicht auch ein bisschen Beispiel geben. 10 Euro Praxisgebühr hat die FDP, ihr Koalitionspartner, abgeschafft. Ja. Was haben Sie sich denn als CDU, CSU vorgenommen für die nächsten Jahre, sofern Sie denn regieren, gesundheitspolitisch mehr durchzusetzen? Also erstens, wir haben das gemeinsam abgeschafft und das war auch gut so. Okay. Denn das war natürlich ein kleiner Aufreger, der den Menschen auch direkt gemerkt hat. Der tat auch im Portemonnaie weh. Und das Zweite ist, wir haben dafür gesorgt, dass man Krankenkassenbeiträge von der Steuer absetzen kann. Hat jeder 250 Euro im Durchschnitt im Jahr mehr im Portemonnaie. Mhm. Das ist nicht wenig. Aber was um die Gesundheitsversorgung uns Sorgen macht, ist da die ländlichen Gebiete hier in der Stadt. Mhm. Es gibt ja noch viele Ärzte und deshalb geht das mit den Wartezeiten immer noch. Mhm. Und wir müssen natürlich auch das Versicherungssystem, glaube ich, ein bisschen flexibilisieren mit privaten. Die werden am Ende sehr teuer. Und den gesetzlichen, das ist das eine, aber da gibt es keine reine Lösung. Wichtiger ist die Versorgung auch in den ländlichen Gebieten. Sind denn hier genug Ärzte oder sagen Sie jetzt gerade mit meinem Knie, da muss ich jetzt ein bisschen weiterfahren? Nee, hier alles im Hier Umkreis. Geht's. Ja. Also gerade in dieser Gegend ist die Versorgung gut. Ich habe da drüben meine Physiotherapie und. Mhm. Das ist doch Bombe. Mhm. Genau. Wohnen Sie hier in der Umgebung? Ja, hier in der Straße. Schöne Ecke. Ja. Sehr schön. Alles sozusagen hier um die Ecke. Alles. Zuschauerinnen und Zuschauer, wir geben jetzt erstmal ab in eine ganz kurze Werbepause. Unsere Kandidatin, die wir heute vorstellen, heißt Monika Grütters, kandidiert für die CDU hier in Marzahn-Hellersdorf. Genau gesagt sind wir diesmal für Sie in Kaulsdorf. Bis gleich nach einer ganz kurzen Werbepause. Ja, danke.